Gegeben ist das Dreieck ABC mit diesen Punkten und den jeweils zu den Eckpunkten gehörigen Winkeln Alpha, Beta und Gamma. Gesucht sind die Größen dieser drei Winkel. Wenn ich diese Winkel jetzt berechnen möchte, dann muss ich dafür Vektoren aufstellen. Und zwar brauche ich für den Winkel Alpha zwei Vektoren, die jeweils entweder bei dem Punkt ausgehen oder bei dem Punkt enden. Das heißt, ich brauche entweder die Winkel, die Vektoren AB und AC oder die Vektoren CA und BA. Ich nehme jetzt die Variante AB, also Vektor AB und Vektor AC. Beim Winkel Beta ist es dann entsprechend der Vektor BA und der Vektor BC. Und bei Gamma CA, Vektor CA und Vektor CB. Selbstverständlich würde auch funktionieren beim Winkel Beta CB und AB oder beim Winkel Gamma AC und BC. Wie ihr die Vektoren aufstellt, das wisst ihr und das macht ihr im nächsten Schritt. Die sehen dann so aus. Ihr könnt dabei euch vielfach zunutze machen, dass ihr bei AB und BA zum Beispiel nur die Gegenvektoren bilden müsst. Oder das gleiche gilt dann hier für BC und CB und auch hier für CA und AC. Das heißt, im Endeffekt müsst ihr bloß drei Vektoren aufstellen und könnt dann die Gegenvektoren angeben. Jetzt sollen die Größen der Winkel über den Cosinus jeweils bestimmt werden. Fangen wir an mit dem Cosinus Alpha. Und da wissen wir, über dem Bruchstrich steht die Summe der Produkte dieser einzelnen Zeilen. Also 3 mal 0, das ist 0, minus 1 mal minus 4, das ist plus 4 und 1 mal 2, das ist plus 2. Unterm Bruchstrich, ich muss die Werte jeweils quadrieren, also 3 ins Quadrat, minus 1 ins Quadrat, minus 1 ins Quadrat und das dann addieren. Dann haben wir hier 9 plus 1 plus 1, das sind wir bei Wurzel 11. Und hier haben wir 0 ins Quadrat ist immer noch 0, minus 4 ins Quadrat ist 16, 2 ins Quadrat ist 4, heißt also die 16 und die 4 zusammen und daraus die Wurzel sind wir bei Wurzel 20. An der Stelle nehmt euch wieder einen Taschenrechner. Mit dem Taschenrechner gebt ihr den Bruch ein, kommt auf diesen Wert und bestimmt den Arcus-Cosinus und kommt damit auf einen Winkel von 66,14 Grad bei Alpha. Ist gerundet, also Rundungszeichen schreiben. Für Winkel Beta machen wir das Ganze genauso. Wir stellen auf den Cosinus Beta und suchen uns auch dort wieder, was muss über dem Bruchstrich stehen, was muss unter dem Bruchstrich stehen. Oben haben wir minus 3 mal minus 3, das ist 9. 1 mal minus 3, das ist minus 3. Und minus 1 mal 1, das ist minus 1. Unterm Bruchstrich. 3 ins Quadrat ist 9, 1 ins Quadrat ist 1, und minus 1 ins Quadrat ist auch 1. Also haben wir hier Wurzel 11. Und da sehen wir auch, naja, Winkel, der Vektor BA ist der Gegenvektor von AB. Das heißt, die sind gleich lang, die Wurzel 11, ist also wenig überraschend. Jetzt haben wir hier BC. Und da haben wir minus 3 ins Quadrat, das ist 9, minus 3 ins Quadrat immer noch 9. Und 1 ins Quadrat ist 1, also haben wir 9 und 9 und 1 und das sind wir bei Wurzel 19. Wenn ihr das habt, nehmt ihr wieder einen Taschenrechner. Für Beta sieht das dann so aus. Ihr habt diesen Bruch eingegeben und über den Arcus Cosinus kommt ihr zu dem Winkel 69,77 Grad. Und natürlich könntet ihr jetzt den Winkel Gamma über den Innenwinkelsatz rausbekommen. Das heißt, ihr nehmt die 180 Grad und zieht davon die 66,14 und die 69,77 Grad ab und würdet dann Gamma rausbekommen. Es geht aber darum, dass ihr trainieren sollt, wie ihr die Winkel berechnet. Das heißt, das macht ihr jetzt auch hier über den Cosinus. 0 mal 3 sind 0, 4 mal 3 sind 12 und minus 2 mal minus 1, das sind plus 2. Unten drunter. Wir brauchen wieder eine Wurzel. Diesmal von CA. Vektor CA ist der Gegenvektor zu AC. Den haben wir schon, da haben wir die Länge schon bestimmt.
Das ist nämlich die Wurzel 20, also nehme ich das einfach mit herüber. Vektor CB gegen Vektor zu BC, und da wissen wir, der hat die Länge Wurzel 19, muss ich also auch nicht nochmal ausrechnen, schreibe ich direkt hier hin. Und damit kann ich auch hier wieder den Winkel Gamma recht schnell über den Taschenrechner rausbekommen. Damit kommen wir auf einen Winkel von 44,095, das heißt rund 44,1 Grad. Bemerkungen zu diesen Aufgaben. Ihr seht natürlich, dass ich hier solche Sachen wie die 0 mit hingeschrieben habe. Ja, das habe ich jetzt zur Vollständigkeit habe gemacht und auch in Taschenrechner eingegeben. Muss man nicht unbedingt machen. Und wenn man das jetzt hier zusammenrechnet, kommt man ja auf 180,01 Grad. Und ja, theoretisch hat das, praktisch hat ein Dreieck nur 180 Grad in Winkelsumme. Das passiert halt beim Runden. Lässt sich jetzt schwierig vermeiden.